Hallo zusammen. Der Monsieur hinter mir ist Jean-Jacques Rousseau, einer der wichtigsten politischen Philosophen der Neuzeit und in Frankreich ungefähr so bedeutsam wie bei uns hier in Deutschland Immanuel Kant. Und der Herr mir gegenüber ist Alexander Sonnenberg, politischer Beobachter und Rousseau-Experte. Hallo Alexander. Hallo Felix. Alexander, Jean-Jacques Rousseau war und ist zwar ein einflussreicher politischer Denker, aber die Meinungen über ihn gehen deutlich auseinander. Das ist richtig. Kritiker haben Rousseau vorgeworfen, er sei mitschuldig am Terror der Französischen Revolution, an den Umerziehungsdiktaturen des 20. Jahrhunderts, wie der DDR. Und ansonsten sei er so eine Art Ziehvater von naiven, zurück zur Natur Romantikern und Gutmenschen. Er wird aber auch gefeiert als der wichtigste Vertreter der republikanischen Tradition. Der was? Der republikanischen Tradition. Das ist eine der großen politischen Strömungen der Neuzeit. Die geht bis auf Aristoteles zurück und betont, dass ein staatliches Zusammenleben nur dann gut funktioniert, wenn die Mehrheit der Menschen, also zumindest die Mehrheit, das Wohl ihrer Mitbürger im Auge hat. Was nicht selbstverständlich ist. Nein, das ist gar nicht selbstverständlich. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, eher wichtig für ein gutes Zusammenleben ist vor allem, dass meine Rechte gegen den Staat und gegen missgünstige Mitbürger geschützt sind. Das ist typisch beispielsweise für den Liberalismus, eine andere große politische Strömung der Neuzeit. Und Republikaner wie Rousseau sehen das anders? Jein. Republikanern ist das Recht auch wichtig und auch die Freiheit. Aber der Wahlspruch der Französischen Revolution zum Beispiel war ja bekanntlich Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Und mit Brüderlichkeit meinen sie eben, dass einem das Wohlergehen seiner Mitbürger tatsächlich am Herzen liegt. Und uns hätte Rousseau wohl gesagt, ihr seid viel unfreier und auch unglücklicher übrigens, als das sein müsste. Und das liegt daran, dass ihr euren Staat aufgebaut habt, nein, wie ihr euren Staat aufgebaut habt und dass Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit, würde er vielleicht ergänzen, nicht so richtig ins Gewicht fallen. Das geht besser, würde er sagen. Rousseau zu den Grundlagen gerechter Staaten. Los geht's. Alexander, wie steht es um unsere Freiheit und unser Glück aus Sicht von Jean-Jacques Rousseau? Pardon, nicht gut, würde er wohl sagen. Sein politisches Hauptwerk, der Contrat social, der Gesellschaftsvertrag, beginnt mit dem berühmten Satz: Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Klingt ziemlich dramatisch. Rousseau hat manchmal eine recht plakative politische Prosa, das stimmt. Und wie meint er das mit den Ketten? Er meint, unsere Unfreiheit nehme drei Formen an, kann man vielleicht sagen. Und diese drei Formen stützen sich auch gegenseitig. Da gibt es erstens, naheliegend, die politische Unfreiheit. Zu Rousseaus Zeiten, also in den Jahrzehnten vor der Französischen Revolution, lag die Macht in Frankreich beim Adel und dem Klerus. Zusammen haben die weniger als 2% der Bevölkerung ausgemacht. Und es gab als Regierungsform
eine Erbmonarchie und die kann dazu führen, dass, Zitat Rousseau, Kinder, Ungeheuer und Idioten auf den Thron gelangen. Politische Unfreiheit gibt es aber auch in Demokratien, meint Rousseau. Und das ist natürlich für uns relevanter, weil wir ja nicht in einer Diktatur leben. In Demokratien kommen Gesetze nämlich fast ausschließlich durch Mehrheitsentscheidungen in Parlamenten zustande. Und das heißt, die Minderheit muss sich Gesetzen beugen, denen sie selbst gar nicht zugestimmt hat. Sogar bei direkter Form von Demokratie so, also bei Volksbefragungen zum Beispiel oder beim Volksentscheid. Und die Mehrheiten für und gegen ein Gesetz sind oft ja auch nur hauchdünn. Uns kommt das heute meist gar nicht mehr als Problem zu Bewusstsein, weil wir das gar nicht anders kennen. Das ist halt so ein unvermeidliches Übel in pluralistischen Gesellschaften. Und außerdem wird dann ja auch gesagt, hat die Opposition die Aussicht, nach den nächsten Wahlen ihrerseits die Mehrheit zu stellen. Rousseau fällt es aber schwer, solche Strukturen als unvermeidliche Formen von Unfreiheit zu akzeptieren. Und nicht nur ihm, oder? Ja, Umfragen zeigen, dass eine zunehmende Zahl von Menschen hier in Deutschland heute mehr oder weniger politikverdrossen sind. Und manche haben sogar das Gefühl, in einer Diktatur zu leben. Und Rousseau fragt sich, ob das so sein müsse. Genau, darum geht es ihm. Und er verweist dabei auch auf eine zweite Art der Unfreiheit, auf ökonomische Unfreiheit. Zu Rousseaus Zeit waren die Vermögensunterschiede sehr groß und das auf einem insgesamt sehr niedrigen Niveau der Wirtschaftsleistung, was dazu führte, dass, Zitat Rousseau, eine Handvoll Leute im Überfluss schwelgt, war nämlich eben der Adel und der Klerus, während die ausgehungerte Masse des Notwendigsten entbehrt. Und er meint dagegen, kein Bürger dürfe, Zitat, derart vermögend sein, sich einen anderen kaufen zu können und keiner so arm, dass er gezwungen sei, sich zu verkaufen. Das hört sich ja fast wie Karl Marx an. Ist Rousseau denn für eine Verstaatlichung von Vermögen? Nein, das nicht. Und dass einem seine Zahnbürste gehören sollte und sein Schrebergarten, das war für ihn auch klar. Aber er meinte, dass größere Vermögen eine Gemeinwohlverpflichtung hätten und die Reichen dieser Gemeinwohlverpflichtung eben normalerweise nicht nachkommen würden. Das mit der Gemeinwohlverpflichtung von Vermögen ist ja heute eigentlich kaum noch umstritten, oder? Steht sowas nicht auch in unserer Verfassung drin? Ja, Grundgesetz, Artikel 14, Absatz 2, glaube ich. Eigentum verpflichtet. Sehr gut. Aber die Frage bei so Grundsätzen ist ja immer, wie man sie auslegt und im Fall von Vermögen, wer in welchem Maße welche Verpflichtungen hat. Genau, da haben etwa Die Linke und Freie Demokraten bekanntlich recht unterschiedliche Ansichten. Aber insgesamt hat Rousseau schon ein eher skeptisches Verhältnis zu großen Vermögen. Zu seiner Zeit war das vor allem Landbesitz. Dazu gibt es auch ein berühmtes Zitat aus seiner Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen von 1755. Zitat: Der Erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und es sich gefallen ließ, zu sagen, dies ist mein Land,
und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der wahre Begründer der bürgerlichen Gesellschaft. Zitat Ende. Und weiter heißt es dann, wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wie viel Not und Elend und wie viele Schrecken hätte derjenige dem Menschengeschlecht erspart, der die Pfähle herausgerissen oder den Graben zugeschüttet und seinen Mitmenschen zugerufen hätte, hütet euch, auf diesen Betrüger zu hören. Ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass die Früchte allen gehören und die Erde niemandem. Wie gesagt, klingt wie Karl Marx. Ja, und der hätte auch viel von der dritten Form von Unfreiheit und Unglück gehalten, die Rousseau betont. Die könnte man vielleicht als psychologische Unfreiheit bezeichnen. Im 19. Jahrhundert hat sich dafür der Begriff Entfremdung eingebürgert. Wir sind, meint Rousseau und eben zum Beispiel auch Marx, entfremdet von unseren eigenen wahren Bedürfnissen und damit von dem, was uns wirklich glücklich macht. Und wir sind entfremdet von unseren Mitmenschen. Und damit fällt uns Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit eben auch so schwer. Und was meint Rousseau genau, wenn er von Entfremdung spricht? Der Begriff ist ja irgendwie ziemlich diffus heutzutage. Ja, das ist nicht so ganz klar, aber wenn man sich so seine Beispiele anguckt, wir stehen, meint er, in einem ganz ungesunden Konkurrenzverhältnis zueinander um sozialen Status, um soziale Anerkennung, würde man heute wohl sagen. Und diese Konkurrenz macht uns eifersüchtig aufeinander, verlogen, egoistisch, wir misstrauen uns, wir verstellen uns und wir sind permanent ängstlich zu verlieren, was wir haben. Ein jeder, Zitat Rousseau, sucht sein Glück auf Kosten anderer zu machen. Und was die Sache noch problematischer macht, selbst wenn wir scheinbar erfolgreich sind in diesem Konkurrenzkampf, sind wir deswegen nicht langfristig zufrieden oder gar glücklich. Lässt er denn gar nichts Gutes dran an dieser Konkurrenz? Konkurrenz kann doch bekanntlich zu besonderen Leistungen motivieren. Ja, das sieht Rousseau auch. Soziale und wirtschaftliche Konkurrenz, meint er, lässt allerlei intellektuelle Kompetenzen zur Entfaltung kommen und führt zu wissenschaftlichem und technischem Fortschritt. Aber das alles bedeutet nicht, dass dieser Fortschritt und damit auch der Egoismus, der ihm zugrunde liegt, durch eine Art unsichtbare Hand das Allgemeinwohl fördern würde. Dass Egoismus letztlich gut für alle sei, das war schon zu Rousseaus Zeiten, also schon deutlich vor Adam Smith, ein liberales Credo und Rousseau widersprach dem ganz vehement. Und, hat er recht, was meinst du? Wie immer nicht so einfach zu entscheiden. Die psychologische Glücksforschung jedenfalls gibt Rousseau zumindest teilweise recht. Es gibt so etwas wie eine ungesunde Konkurrenzorientierung. Der größte Unterschied, also der größte psychologische Unterschied zwischen besonders zufriedenen und besonders unzufriedenen Menschen ist nämlich, dass die besonders Unzufriedenen die sind, die sich sozial stark mit anderen vergleichen. Normalerweise dann auch mit denen, die irgendwie über ihnen stehen. Und die, die besonders zufrieden sind, also oder sich als besonders zufrieden beschreiben oder auch von anderen so beschrieben werden, die vergleichen sich mit anderen eben gerade nicht. Und umgekehrt, die besonders Zufriedenen sind die,
die sich ganz bewusst um gute Beziehungen zu anderen bemühen. Und die investieren da gezielt Zeit und Energie rein, versuchen also diese zwischenmenschliche Entfremdung zu überwinden. Denen sind, jetzt würde Rousseau sagen, die Tugenden Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit wichtig, wenn man das in der Sprache des 18. Jahrhunderts formulieren will. Okay, wenn ich mal zusammenfassen darf. Rousseau meint, wir erleben vielfältige Formen von politischer, ökonomischer und psychologischer Unfreiheit und sind uns selbst und anderen entfremdet und deshalb auch entsprechend unzufrieden oder unglücklich. Was schlägt er denn vor, wie man aus dieser Misere rauskommen kann? Um das gleich aus dem Weg zu räumen, die Lösung für diese Probleme ist bei Rousseau kein Zurück zur Natur. Wir sollen nicht alle Ökobauern werden, obwohl man ihn manchmal so ausgelegt hat. Davon abgesehen wird es mit den Antworten, die er gibt, aber schwierig. Man muss da zwei Probleme unterscheiden. Das erste Problem betrifft die Frage, wie ein Gemeinwesen, ein Staat strukturiert sein muss, damit die Probleme politischer, ökonomischer und psychologischer Unfreiheit zumindest minimiert sind. Das zweite Problem betrifft die Frage, wie man so einen Staat denn gründen kann. Vielleicht zunächst mal zum ersten Problem. Wie müsste ein Staat strukturiert sein, meint Rousseau, damit seine Bürger und Bürgerinnen möglichst frei und glücklich leben können? Rousseau formuliert diese Frage im Contrat social folgendermaßen. Es geht darum, Zitat, eine Form der Vergesellschaftung, Association, zu finden, die mit der ganzen gemeinsamen Macht die Person und das Eigentum jedes Gemeinschaftsmitgliedes verteidigt und beschützt und durch die jeder, indem er sich mit allen vereinigt, doch nur sich selbst gehorcht und ebenso frei bleibt wie zuvor. Ja, was Rousseau damit meint, das ist gar nicht eindeutig. Gibt es verschiedene Interpretationen. Ich würde sagen, Rousseaus Idee ist im Kern ungefähr die: Ich bin durch Gesetze in meiner Freiheit nur dann eingeschränkt, wenn ich Gesetzen folgen soll, die ich nicht für sinnvoll halte. Was sind sinnvolle Gesetze? Das sind solche, die durch einen Willen entstehen, der am Gemeinwohl orientiert ist. Diesen am Gemeinwohl orientierten Willen nennt Rousseau die Volonté générale. Ganz wichtiger Begriff bei ihm. Okay, die Volonté générale will das Allgemeinwohl verwirklichen. Und was ist das Allgemeinwohl? Ja, das Gemeinwohl ist das Wohl des Staates. Und weil der Staat ein Zusammenschluss von gleichberechtigten Menschen ist, ist es dann auch das Interesse aller, oder würde man heute ergänzen, zumindest ein fairer Ausgleich dieser Interessen, falls die Interessen der Bürger sich eben widersprechen. Okay. Und wie kann die Volonté générale, also der Gemeinwille, erkannt werden? Nur durch die Befragung aller Staatsbürger, aller Citoyens, wie das im Französischen heißt, die stimmen über ihnen vorgeschlagene Gesetze ab. Ein bisschen wie das zum Teil in der Schweiz passiert. Was Rousseau hier also vorschlägt, ist eine direkte Demokratie, bei der das Volk als Gesetzgeber, als Legislative
fungiert. Aber wieso bin ich dann so frei, wie das überhaupt möglich ist? Soweit klingt das ja ziemlich nach einer ganz normalen Mehrheitsdemokratie mit der schon besprochenen Unfreiheit für die jeweilige Minderheit. Richtig, da komme ich gleich zu. Zunächst nochmal der Gedanke bis hier. Also ich bin Teil des Gesetzgebers, der Legislative und zugleich deren Untertan. Und wenn die verabschiedeten Gesetze meinem Willen entsprechen, dann bin ich frei, wenn ich den Gesetzen gehorchen muss. Beispiel? Ein realistisches Beispiel für so eine Gesetzgebung wäre vielleicht am ehesten unsere Straßenverkehrsordnung. Da kann man zwar immer noch ein bisschen dran rummäkeln. Dem einen sind die Geschwindigkeitsbeschränkungen zu niedrig, dem anderen sind sie zu hoch. Oder Autos haben zu viel Rechte oder Fahrräder zu wenig und so weiter. Aber insgesamt erscheint uns die Straßenverkehrsordnung, ist ja auch ein Gesetz, schon recht sinnvoll und die meisten von uns fühlen sich nicht sofort unfrei, sobald sie in ein Auto steigen oder sich in den Fahrradsessel, Sattel schwingen. Die gesetzlich geregelten Formen unseres Zusammenlebens im Straßenverkehr sind also, könnte man vielleicht sagen, eine, ich zitiere nochmal Rousseau, durch die jeder, also die sind eine Vereinigung, durch die jeder, nämlich eine Vereinigung im Straßenverkehr, also eine Vereinigung der am Straßenverkehr Teilnehmenden, durch die jeder, Zitat Rousseau, indem er sich mit allen vereinigt, doch nur sich selbst gehorcht und ebenso frei bleibt wie zuvor. Okay, ich glaube, ich verstehe. Man muss sich ja nur mal vorstellen, was passiert, wenn wir uns nicht darauf geeinigt hätten, zum Beispiel alle rechts zu fahren. Dann würde stattdessen so gefahren, wie vor einer entsprechenden Einigung oder Vereinigung mit den anderen Verkehrsteilnehmern. Also mal rechts, mal links, ganz frei und das am besten auch noch auf einer kurvigen Landstraße. Aber dieses Beispiel ist ja offensichtlich nicht zu verallgemeinern auf alle Probleme, die gesetzlich geregelt werden müssen oder können. Wie Rousseau ja selbst sagt, der Charakter der meisten Menschen ist nicht besonders allgemeinwohlorientiert. Viele Menschen sind egoistisch und wenn man die befragt und es geht eben nicht gerade nur darum, rechts oder links zu fahren, dann wird nicht notwendig die Volonté générale, der Gemeinwille, das Ergebnis sein, oder? Das sieht Rousseau genauso. Er meint, es würde, so wie die Menschen eben sind, stattdessen die Regel sein, dass der befragte Staatsbürger nicht auf die Frage antwortet, ist dieses oder jenes Gesetz für das Allgemeinwohl nützlich, sondern, Zitat, ist es für diesen oder jenen Mann oder diese oder jene Partei nützlich? Es gibt so Rousseau neben dem Volonté générale auch die Volonté de tout, den Willen aller oder eben die verschiedenen Willen der verschiedenen Gruppen. Und der Gemeinwille, also der auf das Gemeinwohl bezogene Wille, kann nur dann sprechen, wenn zumindest eine Mehrzahl der Staatsbürger A das Gemeinwohl erkennt und es B auch will. Es also über das Privatwohl oder das Wohl P
partieller Gruppen stellt. Da ist dann aber die Frage, wie man es hinbekommt, dass die Bürger so gemeinwohlorientiert sind, oder? Richtig, dazu komme ich gleich. Und die andere Frage ist natürlich auch, was ist denn das Gemeinwohl? Das sieht doch jeder anders. Rousseau versucht, beide Fragen und die damit verbundenen Probleme gemeinsam anzugehen, wenn ich das richtig verstehe. Er meint, diese Probleme sind nur so lange kaum lösbar, wie die Menschen so sind, wie sie heute typischerweise sind, nämlich egoistisch und oft auch ziemlich dumm und eben gerade nicht am Allgemeinwohl interessiert. Die Bürger erkennen und wollen das Allgemeinwohl nur, wenn sie, heute würden wir wohl sagen, entsprechend sozialisiert sind, beziehungsweise wenn sie sich im Humboldtschen Sinne moralisch und intellektuell entsprechend gebildet haben, würden wir wahrscheinlich heute sagen. Sie müssten eine gemeinwohlorientierte Gesinnung entwickeln, sagt Rousseau, und zugleich über einen gewissen politischen Sachverstand verfügen. Und nur und erst dann wird in einer direkten Demokratie zumindest die Mehrheit der Bürger gemeinwohlorientiert abstimmen und auch nicht ihre egoistischen oder Gruppeninteressen mit dem Gemeinwohl verwechseln, wie das ja auch häufig bewusst oder unbewusst vorkommen soll. Okay, und wenn man das soweit akzeptiert, dann ist aber natürlich die nächste Frage. Richtig. Woher bekommt man solche gemeinwohlorientierten Bürger und Bürgerinnen? Ja, das Problem hat Rousseau natürlich auch gesehen und dazu einige Vorschläge gemacht, die allerdings auch nicht unproblematisch sind. Erstens meinte er, das Staatsgefüge dürfe nicht allzu groß sein. Sonst sei es einfach zu schwer, sich mit mit allen seinen Mitbürgern zu identifizieren und an deren Interesse Anteil zu haben. Wie groß oder klein ein Gemeinwesen aber sein muss, damit ein angemessener Patriotismus vorherrscht, ist offenbar schwer anzusehen. Rousseau dachte da an seine Heimatstadt Genf, Frankreich, war ihm schon zu groß. Heute können Staaten aber offensichtlich deutlich größer sein und die Menschen fühlen sich trotzdem noch zum Beispiel als Amerikaner oder als Deutsche. Aber man sieht an den verschiedenen Einstellungen, zum Beispiel zur Europäischen Union, dass sich politische Vereinigungen auch zu schnell vergrößern können, sodass viele Bürger dann da nicht mehr so richtig mitkommen. Es ist also schwierig für politische Zusammenschlüsse das rechte Größenmaß zu finden. Zweitens meint Rousseau, dass es einer recht ähnlichen Verteilung des Eigentums und Vermögens in einem Staat bedarf. Sonst kommt es unvermeidlich zu unterschiedlichen Interessenbildungen und damit dann eben zu Parteibildungen und damit zu Abstimmungen nicht entsprechend dem Allgemeinen, sondern eben dem Parteiwohl. Und er meint, das liefe über eine entsprechende Steuerpolitik, würden wir heute sagen. Ich zitiere ihn nochmal. Der,
welcher nur das einfach Notwendige hat, muss gar nichts beitragen. Die Besteuerung desjenigen, der Überflüssiges besitzt, kann im Notfall, zumindest im Notfall, bis zur Summe dessen gehen, was das ihm Notwendige übersteigt. Zitat Ende. Rousseau votiert also, würden wir heute sagen, für eine progressive Einkommenssteuer. Die haben wir in Deutschland zwar, aber auch da gibt es viele Formen der Ausgestaltung, wie bei der Größe von Staaten. Und die sind politisch stark umstritten. Was nicht verwundert, wenn wie im Moment das reichste 1% der Deutschen so viel besitzt, wie die unteren 90% der Vermögensverteilung. So, also Größe von Staaten und soziale und ökonomische Unterschiede spielen eine Rolle für Rousseau. Und die dritte, vielleicht wichtigste Voraussetzung dafür, dass die Bürger ausreichend allgemeinwohlorientiert sind: Der Staat muss seine Bürgerinnen und Bürger durch entsprechende Bildungsangebote, würden wir heute sagen, zu mündigen Bürgern formen. Das war Rousseau besonders wichtig. Er hat dazu auch gleich ein ganzes Buch geschrieben, den Emil. Pädagogen kennen das. Emil, so heißt der Knabe, um dessen Erziehung es in dem Buch da geht. Den Emil kenne ich. Heute noch ein pädagogischer Klassiker, oder? Wenn man Lehrer fragt, was ihnen zu Rousseau einfällt, dann ist es das. Der hat einen berühmten Erziehungsroman geschrieben, seine eigenen Kinder aber ins Waisenhaus abgeschoben. Jawohl! No, children, I know you're trying to help, but believe me, my mind's made up. I've given this long and careful thought. Ja, richtig. Und zugleich hielt Rousseau staatsbürgerliche Erziehung für extrem wichtig, was sich zum Beispiel darin zeigt, dass er in den Emil, eine Kurzform seines Contrat Social eingebaut hat. Ihm war klar, nur wenn die Gesetze dem Gemeinwohl dienen und ich erkennen kann, dass sie das tun und mir am Gemeinwohl gelegen ist, nur dann bin ich so frei, wie man das in einem Staat eben überhaupt sein kann. Aber wie der Staat denn seine Bürgerinnen und Bürger erziehen oder bilden soll, ist dann aber auch die Frage, oder? Richtig. Wir in Deutschland haben uns darauf festgelegt zu sagen, jeder muss mindestens 10 Jahre eine Schule besuchen. Und da geht es zumindest teilweise auch um staatsbürgerliche Bildung. Deutlich in den Fächern Ethik und Politik. Aber auch in den anderen Fächern sollte das indirekt eigentlich immer mitlaufen, wenn man sich die Lehrpläne anguckt. Und was das Allgemeinwohl konkret ist, das wird bei uns aber nicht staatlich in den Lehrplänen festgelegt. Es wird nur gesagt, wir wollen versuchen, uns dem Allgemeinwohl durch dieses oder jenes politische Verfahren anzunähern. Das ist sozusagen Rousseau Light? Ja, ein bisschen schon. Aber es gibt sozusagen am anderen Ende des Spektrums eben auch viel Schlimmeres, nämlich die schon erwähnten Erziehungsdiktaturen wie die DDR oder China und ganz extrem zum Beispiel Nordkorea. Da wird viel stärker darauf geachtet, dass die Bürger ganz genau wissen, was das Allgemeinwohl angeblich ist
Und dass sich jeder auch ganz genau daran orientiert. Sonst aber aua. Rousseau hätte es da ja nicht gefallen, oder? Nein, nein, er hat gar nicht diktatorische Neigungen. Er findet das fürchterlich. Aber er meinte eben auch, man müsse manche Menschen notfalls zum Beispiel durch eine Art Religion, eine Zivilreligion, nennt er das, dazu bringen, gute, gesetzestreue Bürgerinnen und Bürger zu werden. Die radikaleren Akteure in der Französischen Revolution haben das tatsächlich auch aufgegriffen und wollten durch den Staat so eine Art Vernunftsreligion einführen. Und das ist natürlich nahe an der politischen Ideologisierung dran, wie man sie in Diktaturen findet und eben nicht nur da. Ja, und nicht nur da. Okay, das war jetzt eine Menge Information. Und wir haben noch nicht mal die zweite, vorhin schon angesprochene Frage beantwortet. Wie kann man denn so einen Staat, so eine Republik überhaupt etablieren, wenn man Rousseau denn überzeugend findet und man so eine Republik haben will? Rousseaus Antwort: durch eine entsprechende, freiwillig angenommene Verfassung. Da ist aber dann natürlich das Problem, dass sich ein Volk so eine Verfassung ja nur dann freiwillig geben würde, wenn es schon entsprechend moralisch und politisch erzogen wäre und die soziale Schere eben nicht so weit auseinander geht und der Staat die passende Größe hat. Das ist zirkulär, oder? Ja, genau, das ist zirkulär. Und das war Rousseau auch klar. Er schreibt, Zitat, die Menschen müssten schon vor den Gesetzen das sein, was sie durch sie erst werden sollen. Zitat Ende. Er hat dann zusätzlich die Idee eines geradezu übermenschlichen, charismatischen Gesetzgebers, eines Legislateurs ins Spiel gebracht, eines Genies, das sowohl klug als auch tugendhaft ist, für das Volk eine passende Verfassung zu entwerfen. Nicht jedes Volk braucht die genau gleiche Verfassung, das ist ihm klar. Und dieser Legislateur soll die Menschen zugleich zu tugendhaftem Verhalten erziehen. Heute fällt uns dazu natürlich sofort ein, dass sich zum Beispiel, sagen wir mal, Napoleon oder vermutlich auch Hitler oder Putin selbst für so eine Lichtgestalt gehalten haben. Keine empfehlenswerten Staatsgründer, oder? Nein, ganz und gar nicht. Und das Problem, wie man einen guten Staat denn herbeiführen kann, ist auch aus meiner Sicht nach wie vor nicht gelöst. Viele politische Philosophen nach Rousseau haben sich daran schon versucht und tun es auch immer noch. In der rousseauischen Tradition zum Beispiel gibt es da die sogenannten Kommunitaristen. Klingt spannend, ist aber wohl etwas für spätere Interviews. Unsere Zeit ist um. Vielen Dank für das Gespräch, Alexander. Ich habe zu danken. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wem es gefallen hat, Daumen hoch, kommentieren oder abonnieren und alles Gute.